Idee für die Reise dabei. Die kommt bei den beiden, eskaliert es auch komplett. Geil, Mann! Was bin ich? Reingegangen. Das war schon immer mein riesiger Traum. Dann schauen wir doch mal vorbei beim lieben Manuel. Der hat nämlich ein weiteres Video hochgeladen, einen weiteren Vlog. Wir ziehen zusammen. Wir haben uns die letzten beiden Vlogs von ihm angeschaut. Er ist in love mit Lisa aus Russland, seinem russischen Model. Mein letztes YouTube-Video, meine letzte Reaktion auf ihn wurde auch ganz entspannt demonetarisiert. Also Manu, wäre süß, wenn du vielleicht ein bisschen weniger deinen Poppes da irgendwo im Video platzieren würdest, dann wird das Video vielleicht diesmal nicht demonetarisiert. Schauen wir mal vorbei. So. We are moving in together after 2 weeks. Warte mal, lebt einmal. Lisa, no risk, no fun, right? I don't have feet fetish. I don't have feet fetish. Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Also, sind hier Leute, also ihr könnt ja ganz ehrlich sein, gibt es hier Leute im Chat, die einen Fußfetisch haben? Könnt ihr mal ganz ehrlich raushauen? Ich habe das, also ich verstehe es nicht sogar. Ich verstehe, keine Ahnung, dass so Frauenfüße, generell Frauenkörper, jetzt aus meiner Meinung, kann sein, dass es daran liegt, dass ich hetero bin oder so, aber das ist, also homosexuelle Männer vielleicht anders sehen, aber ich finde, dass auch einfach, wenn ich jetzt versuche, objektiv zu denken, dass Frauenkörper einfach generell ästhetischer sind als Männerkörper. I don't know, so, wenn wir jetzt so, nehmen wir mal gleichen Körperfettanteil, gleiche Statur, so mäßig, so Frau-Mann, finde ich einfach, dass der Frauenkörper irgendwie ästhetischer wirkt. Und so gepflegte Füße, ja, haben schon eine gewisse Ästhetik, safe. Aber so Fußfetisch, dass einen das jetzt so sexuell irgendwie so anmacht, so, bro, nee, keine Ahnung, Mann. Das ist auch nur so ein Meme und ich hab's nicht gepeilt, Mann. Füße so ekelhaft? Nee, boah, nee, eher das Gegenteil. Ich hasse Füße, nee, danke, safe, safe. Ja, wie groß ist sie? 1,70. Ja, okay. Oh, nein! Gott, sensieren! Manuel, magst du nur kurz erklären, warum ich noch packen muss und du nicht? Leute. Franklin, heute sagt jeder zweite Mann, er mag Füße, ob anders, auf cool zu machen, weißt du? Ah, okay, um auf cool zu machen, sagen die Leute, sie mögen Füße. Ja, okay, das weiß ich ja nicht ganz. Leute denken, sie wären so anders und besonders unterwegs und so. Ah, okay, verstehe. Wie soll ich das sagen? Ich habe Unterstützung gehabt, Freunde, wofür ich wirklich dankbar bin, weil da ist alles wirklich schon fertig gepackt. Einmal den großen Koffer. Wen hat der? Lisa. Lisa, I say thank you that you helped me packing. Das war thailändisch, Freunde. Okay, wir sind auf jeden Fall gerade dabei, alles zu packen. Wir haben gerade mein Frühstück ready, wisst Bescheid, Rice Pudding mit Designerway und mein Morning Shake, wo Isogel drin ist und Daily und so weiter. So schaut's aus, Leute. Gänse müssen natürlich trotzdem gesaved werden, auch am Umzugstag. Hola! Ihr wisst auch Bescheid, Leute. Gänse müssen gesaved werden. Mein Protein Code Franklin. Wenn ihr was von meinem Protein bestellen wollt, immer Code Franklin nutzen. Schaut vorbei. Pre-Workout, egal was. Let's go, der Hase. Amigos. Ah, da bist du. Abfahrt, Freunde. Wir ziehen um. Lisa, we are moving. Mm-hmm. We are moving in together after 2 weeks. Yeah, it's very good. We had now a lot of time to get known each other. And now it's time to move in. Warte mal, lebt noch einmal. Lisa, no risk, no fun, right? Yeah. That's good. I like. New life. Das ist, wisst ihr, wie das ist? Es hat diesen Vibe von diesem einen Kerl, der war im deutschen Fernsehen immer, der so im Ausland war und dann irgendwo so in Russland oder so in Ukraine oder so Frauen kennengelernt hat und die aufgerissen hat. Wie heißt der? Der ist auch so ein Reality-TV-Typ. Ist es Goodbye Germany oder sowas? Es ist der Walter, genau. Der hier ist es, von Traumfrau gesucht. Den Kollegen meine ich. Es hat so diesen Traumfrau gesucht Vibe, dass er so im Ausland ist. Und gerade wenn die Frau sich dreht und die hat einen Rock an, der so im Glockenstil ist und mit Petticoat drunter und die dreht sich so und der Rock fliegt so, das macht schon was her. Ja, der fühlte sich auch viel femininer, viel weiblicher und das strahlt wesentlich mehr. I'm Kinga. Kinga, thank you for coming. You look very beautiful, Kinga. Yeah? Thank you. Very pleasant appearance. Sie hat jedenfalls eine grazielle... Erzählt mir nicht, dass da gewisse Zusammenhänge zu Manuel sind, Bro. Das braucht die mir nicht sagen. Graziöse Erscheinung und hat ein liebes Gesicht gehabt und das war erstmal
als Basis für den Anfang ganz gut. Als Basis für den Anfang ganz gut, und Kinga hat noch mehr zu bieten. Ja, Lisa hat noch mehr zu bieten. Ey, 1:1. Wirklich, genau das Gleiche. Die sagt ja schon selber, Lisa sagt schon in die Kamera, beginning of a new life. Ey, die sieht jetzt schon den deutschen Pass so vor sich, Alter. Ich glaube, der kann auch drüber lachen. Achso, Österreich. Wir waren jetzt einen Monat hier im Hotel, wurden komplett abgezogen mit dem Preis. Wir ziehen jetzt woanders hin, wo wir einen recht guten Preis bekommen haben für einen Monat Wohnung. You looking forward? Huh? New apartment? I want to see today. Yeah. You want what? See new apartment. Of course, we go there now. Today we're not sleeping on the street. We go there now. I help you, bro, I help you. Ich helfe auch. Du Hund, mach's gar nicht. Ich habe für dieses Hotel 2.400 Euro für einen Monat jetzt hier im Hotel gezahlt. Boah. Das ist wirklich eine Abzocke hier. Jetzt zahlen wir 1.000 Euro für das nächste Monat im nächsten Apartment. Weil das ist richtig geil, auch der Tower. Der ist erst ein Jahr alt, das ist sehr modern und so. Und ich muss nicht am Boden schlafen. Und George. Aber hatten die jetzt ein Zimmer, was sie sich geteilt haben, oder mehrere Zimmer? Muss endlich nicht am Boden schlafen, das ist auch geil. Das ist mein Highlight. Leute, die Baden-Gains werden hier... Das ist schon, also für Thailand ist das unverschämt teuer. ...ausgeschrieben. Ohne Witz, Training läuft, Ernährung läuft, besser denn je. Wir sind hier weitermachen, Freunde. Wir machen hier nicht nur Trilala, Tralala, sondern wir geben weiter ordentlich Gas, Mann. Wir würden einfach heute nach Hause fliegen. Ja. Leute, wir würden heute nach verdammt nochmal Österreich fliegen, wo es minus 5 Grad hat. Und das sage ich nicht, um euch abzufacken, das sage ich euch, um euch verdammt nochmal zu motivieren, dass wenn ihr euch was in den Kopf setzt und ihr es durchzieht und an euch glaubt und failt, hinfliegt. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will, wo wir sein werden, Leute. Sorry fürs Spucken. Wir geben einfach alles und ich wünsche euch auch nur das Beste, ohne Witz. Und ich hoffe einfach, dass die Vlogs, die Stories überall, was ich poste, wie auch immer, euch einfach inspiriert, motiviert, unterhaltet. Eines von dem. Ein Kuss geht einfach raus an euch, Leute. Wirklich. Danke, danke, danke. Hello, it's me. Am Montag trainiere ich. Tag 1 trainiere ich Beine, Tag 2 trainiere ich Push, Tag 3 Off Day, Tag 3 Full Body Day, Tag 5. Ey, aber ernsthaft, wirklich, ich finde, das macht Leute erstens schon mal mega sympathisch und auch attraktiver, wenn sie Humor haben. Ne? Also Humor über sich selber lachen können, einfach generell die Welt nicht zu ernst nehmen. Weil am Ende willst du ja, also keine Ahnung, aus Manus Sicht willst du ja jemanden haben, mit dem du über alles lachen kannst. Das ist ja viel chilliger als irgend so eine ernste Truller. Ja, kann man mal machen. Manu lebt für Good Life. Nicht schlagen. Was? Jo, ich hab Bugaisch, ich hab es. Leute, ich glaube, ich muss hier weg. You speak French? Manuel, beste Supertoll. Great one. Leute, wir bringen jetzt die Scheißwäsche hier zur Laundry. Und die Aircondition bläst mir die ganze Zeit so streng in die Augen, dass ich richtig ausgetrocknete Augen habe. Und ich muss auch noch zur Pharmacy, Leute. Nicht um mir Stoff zu kaufen, sondern um mir Augentropfen zu kaufen. George, aber du kannst ja mal von deiner Erfahrung erzählen hier, was du dir hier gönnst an Stoff. Hast du nicht letztens ein Date gehabt und sie hat gesagt, dass du Stoff bist? George wird beschuldigt, Leute. So schaut's aus. Das Ziel ist, Leute, das fucking Goal ist, so gut Gains zu machen, dass wirklich jeder herkommt und fragt, yo, Diggi, was nimmst du? Das ist das Goal, Leute. Last week, we came and we say, I have date. You remember? This was the date and I made it. Because you gave me good tip. I tell you is lucky for Andrew. Erste Nacht, meine Lieben, im neuen Apartment. Wäre geschafft. Ihr habt gesehen, Freunde, wir sind umgezogen. Lasst mich jetzt mal wissen, was sagt ihr zu dem Apartment? Die Nacht lief, glaube ich, nicht ganz so gut für Manuel wie die letzte Nacht aus dem letzten Video, wo die Augenringe so bis übers Kinn hinunterhingen. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, machen wir Fazit, wie die erste Nacht hier war. Ich muss ehrlich sagen, ich zeige euch mal einfach mein Zimmer ganz kurz. Ihr habt das zwar eh schon gesehen, aber es ist auf jeden Fall gemütlich, Freunde. Und ich konnte die Nacht auf jeden Fall definitiv gut hier verbringen, Freunde. Die erste Nacht.
How was the first night here? Good for me. Good, okay. But very hot, right? Very hot. Very, very hot. He sleep very well. I sleep, what the fuck? You sleep 12 hours a night. I sleep 6 hours a night, so you sleep better than me. Lisa, you, what you doing now? You get cappuccino, right? Yeah, I'm looking for cappuccino. I go. That's really hard life, Lisa. Go and get your cappuccino, okay? Yeah. Wir werden ein bisschen was machen, ein paar Sachen filmen und so weiter und planen. Und sonst, Leute, was richtig geil ist, ich habe... Das habe ich so auch noch nie erlebt, ne? Oder auch noch nie gesehen. Dass man so eine Love-Story von zwei Leuten komplett transparent mitverfolgen kann, ne? Aber so ungeplant mäßig, wie, so ein bisschen wie die sich kennenlernen und alles. Und man halt so das alles... als Zuschauer sich so sehen kann. Das ist schon auf jeden Fall ein Unterhaltungsfaktor. Ich habe heute meine Lieblingseinheit am Start, wo ich euch einer hat auch reingefragt, ist das, ich frage mich, ob das F plus ist oder Beziehung. Ich glaube, die sind gerade so dazwischen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon nicht, also F plus wäre, glaube ich, zu unemotional. Ich glaube schon, dass die, dass da so Gefühle so sich so sehr stark anbahnen, ehrlich gesagt. Also, könnte mir schon gut vorstellen, dass das eine Beziehung wird, um ehrlich zu sein. Spannend wird's, wenn er dann zurück nach Deutschland geht irgendwann und wie sie dann weitermacht. Also irgendwann werden die eine Entscheidung treffen müssen und die Entscheidung wird halt für einen von beiden ziemlich hart, weil einer von beiden muss umziehen. Will und zwar eine Push-Einheit. Viele fragen mich immer oft, wie ich es geschafft habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier rüberkommt. George, sehe ich aus gerade wie ein Lauch oder geht's halbwegs klar? Kompletter Lauch. Also ja? Wirklich. Scheiße. Freunde, auf jeden Fall will ich euch einfach heute auch durch die Push-Session mitnehmen. Könnte, glaube ich, ganz interessant sein, wie die momentan aussieht, damit wir einfach wirklich die Brust aufs nächste Level bringen, weil das ja meine Schwachstelle war, ist, wie auch immer. Und wir arbeiten dran, Freunde. You put... You show me how you love me. How I was? Leute, wir werden hier abgehalten. I want to go to the gym and you don't let me. And I'm waiting for you for 1 hour now. Waiting me? Yeah, I'm ready and you're not. What? I'm ready. You don't have underwear. It's your problems, babe. Yeah, how should I train? I can give you my underwear you want. Ich hab kein Gewand. I don't have... What you say? That's how Russian sounds for me. Непонятно, что я говорю, да? Учи русский, блин. Leute, ich bin raus. You need to give me yours. Okay, I can. It's your size. You're small. You don't have muscle. Drish. You sleep skinny. Alter, was hast du da? What do you have on your background? No. Yet it's he doing, not I. Oh. We made it, Leute. Baby. I wanted to say lady, not baby. Lady, what you training today? Shoulders, triceps. Chest. Kalash triceps. You want to train with us? Yeah. Okay, but you train with us, but we go till we dead. Same yesterday. I'm ready. I don't have feet fetish. You say he has feet. No! Oh. What are you talking about? Ja, ich hab die ganze Zeit eine Dauerlatte, ich kann nicht mehr. Das kommt aber rein! Leider nicht! Das kommt so! Genau, du filmst nicht mehr! You will read the comments, they will explain. Was? Er hat die ganze Zeit gesagt. What do you want? Massage. Okay, Russian massage. Leute, Hilfe! Boah, jetzt geil. Leute, ich hab gestern Arsch trainiert, wollte nicht wissen, wie geil das gerade ist. Oh, it's very geil, Lisa, it's very geil. Was war das gerade, George? You kissed me on the cheek. I am never. I'm naked, I need my clothing. You know when it's ready? In 1 hour, okay? So, I will come naked to you to pick up my clothes. Now. Sapalot. Sapalot. Ich geh zu den Reise dabei. Die kommt bei den beiden eskaliert auch komplett. Oh Gott, ich will echt nicht. Also der arme George, ey, das ist ja Kamera, was der alles mitmachen muss mit den beiden.
Lisa, what do you want? Bread workout. Das ist so süß, weil ich sage Bread workout. Lisa, it's called pre-workout. Pre-workout, yes. Pre-workout. So Leute, wir sind mittlerweile jetzt im Gym. What do you want? Bread workout. Geil. Es gibt jetzt die letzte Portion vom guten alten Crank, Freunde. Aber das Gute ist, heute darf ich bzw. kann ich nachbestellen bei ESN. Und die sind so nett und schicken mir das sogar hier nach Thailand, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ihr seht das, ich glaube, ohne Witz in fast jedem Video bei mir. Crank. Man sollte Booster nicht jeden Tag nehmen, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Nichtsdestotrotz bin ich gerade so in dem Mindset, ich nehme ihn jeden Training, weil ich das Maximum aus dem Training rausholen will. Und ich finde das einfach geil, Freunde. Ich finde es auch vom Ritual her einfach nice. Mir hilft das so, in den Film zu kommen, in den Modus zu kommen. Und noch dazu schmeckt es geil, hat die perfekte Wirkung. Also unbedingt mal austesten. Ja, genauso geht es mir mit Pre-Workout auch. Also aktuell sehr, sehr, sehr wenig Pre-Workout, viel weniger als vor meiner Boxvorbereitung. Durch die Boxvorbereitung habe ich meine Koffeinsucht so ein bisschen in den Griff bekommen, sagen wir mal so. Ich habe auch fast jeden Tag Pre-Workout getrunken und dann beim Boxen brauchst du das halt nicht, das ist sehr kontraproduktiv, wenn du so übertrieben auf Koffein bist. Und jetzt habe ich das echt, also trinke ich zweimal die Woche im Pre-Workout, aber echt so punktuiert, wenn ich mal Bock habe oder so. Und im Sommer wahrscheinlich wieder mehr, wenn es so richtig heiß ist, man so ein bisschen träge wird, schön mit Eiswürfeln. Alpha Pre-Workout von MyProtein. Baba-mäßiges Ding, wirklich brutal. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz heftig. Ein halbes Serving, 150 Milligramm, ganz 300, viel zu viel in meinen Augen. Deswegen Leute, hat er noch Salz reingemacht. Ja, er hat noch Salz reingemacht für einen besseren Pump. Bescheid bei ESN bitte, immer mit Code Manuel bestellen. Bekommt ihr immer den maximalen Rabatt, Leute. Unterstützt die ganzen Videoprojekte, die ganze Sache so, die wir hier machen. Würde mich natürlich super freuen. Habt ein geilen Boost. Wenn ihr was bei ESN bestellt, dann benutzt den Code Manuel. Booster, geile Produkte. Alles, was ihr braucht, Freunde. Apropos, die beste Kombination, Freunde, sage ich euch, wie es ist, den Cappuccino. Das heißt, ich mache einen Schluck. Nein. Ich weiß euch, vor zwei Jahren noch so, absoluter Kaffeehasser jetzt. So lustig, wie sich der Geschmack ändert. Real Talk, jeder kann sich hier drinnen, wo man von seinen Eltern einen Schluck vom Kaffee gekostet hat. Und man denkt sich so, Bro, das schmeckt so kacke, so bitter, keine Ahnung. Das wird mir niemals schmecken. Wird mir niemals schmecken. So, wie kann das schmecken? Ich weiß noch, mein Vater hat immer gesagt, wart ab. Und jetzt, ich weiß nicht, ich könnte 10 davon am Tag trinken. Das kosten wir mal ab. Ich habe echt viel Salz reingegeben für den Pump, Freunde. Bam. Schmeckt verdammt geil. Verdammt geil. Andere Hälfte für George, Freunde. Danke dir. Wir laden auf und es wird geballert. I give you now, okay? Open mouth. Ja. it's important. So? Yeah, that you get a better pump. I hear this first time. Yeah, you will see. You will see it. I give you a little bit, okay? And now you eat it. And drink with water down. You trust me. No. You joke? No, never. Try it. Aber Pre-Workout und Cappuccino ist eine ewige Kombo, Mann. Leute, ohne Witz, ich hab's satt. Diese verfickte Brust, der scheiß Schwachstelle ist. Ohne Witz. Mein fucking Ziel ist es einfach, 2024 fette Beine zu bekommen und eine verdammt fette Brust. Ohne Witz. Unten ist es besser geworden. Aber Leute, ich finde, was bei mir fehlt, ist dieser obere Part, diese Upper Chest. Und deswegen haben wir jetzt bei beiden Workouts, was Brust angeht, eigentlich 1 bis 2 Übungen für wirklich die obere Brust. Weil ich finde einfach, wenn bei der oberen Brust so noch mehr Volumen ist und der Schultergürtel mehr ausgefüllt ist, dann sieht das Ganze noch ästhetischer und noch wilder einfach aus. Und daran arbeite ich, das will ich euch wissen lassen. Aber alles Zeit, Freunde. Manchmal wird man ungeduldig. Nichtsdestotrotz, wichtigste Leute in diesem Sport ist einfach geduldig zu sein. Weil wenn ihr eure Ernährung durchzieht, euer Training durchzieht und wirklich wisst, okay, ihr macht es gut, ihr geht ans Limit, ihr gebt Gas, ihr trackt eure Ernährung, ihr esst jeden Tag ausreichend Eiweiß, ausreichend Kalorien, dann ist es nur eine verdammte Frage der Zeit. Von Person zu Person anders. Hat mit Genetik zu tun, etc. Aber was ich euch versprechen kann, wenn ihr die Sachen durchzieht, werdet ihr Gains machen. Uns bleibt nichts anderes übrig, Leute, als diese verdammte Baby-Chest jetzt aufzupumpen. Let's go! Die Dame bestellt sich jetzt was zum Saufen. What's wrong? I won't and I drink. Okay. I drink. Wo habe ich mich reingeraten? Enjoy your bottle of wine. Can we help you? Of course. I'm your gentleman.
You know how much? We don't look at prices. George, du warst mal Kellner, ist das ein Achtrip? Das Ding ist, die trinkt das ja alleine. Baby, you drunk after this? No. No? Okay. Digga, die ist Russin, Alter. Denkst du, die ist davon betrunken? Leute, wir bleiben bei Isokli, wir bleiben bei Designerway, wir bleiben bei Fleisch und Reis und Gemüse und Lachs. Und bei Code Manuel natürlich. Damit ich weiterhin das hier Fleischfahrt. Woman's Day. Was ist das? Korean Barbecue, ne? Geil. Was für Shit? Wahrscheinlich in Thailand alles so für, keine Ahnung, 10er pro Person. Shit hier. Oh mein Gott. Very more. You order? I? Yeah. Very more. More food. More money, because you Leute, can. Wir haben, ich meine nicht, aber das sind 20 Portionen oder so bestellt. Das heißt, Leute, wir essen das gut weg. Ihr seht, ich baller mir jetzt schon die 10. Portion gefüllt Reis rein. Ich habe so lange mir nicht mehr sowas gegönnt. Und ich bin gerade richtig happy, mir das zu gönnen gerade. Ohne Witz. Well. Yeah, but we fall. Aha, you first text me, I answer you. And you text me, go walk. I text you, I'm busy. Yeah. You text me, please give me a time, I want to walk with you. Yo, wait. And then, where is it? Okay, one later, I'm you... drunk and I text you, where are you? Okay. Yeah, right. But and you text me first. Das war jetzt die erste Diskussion. Es ging gerade darum, wer wen angeschrieben hat. Und like ich hatte eine komplett... Like yes, of course. Of course. Yeah. I'm woman. He takes me first. But die ist schon mega, mega witzig, Alter. Was die immer labert. You like me because I'm woman. But now I sit there and I cook for him. He do it everything correct. Ah, das hat sie gesagt, nicht ich, Leute. You say this, not me. Ja, Russland ist auch ein anderes Frauenbild, ne? Ja, ich schwör, sie ist schön. Bruder, was für ein Anblick. Wenn sie vor mir steht im Jesus. Und egal, was sie anzieht. Die Karte blutet, Freunde. Was sagst du zu Proteinpulver für Jugendliche, Julian? Da ist nichts dabei, kannst du trinken, ganz egal wie alt du bist. Proteinpulver sind einfach Protein, ob du jetzt ein Stück Fleisch isst oder ob du jetzt Proteinpulver trinkst, ist jetzt für deinen Körper kein großer Unterschied, nur das eine ein bisschen Süßstoff hat. Aber wenn du jetzt, Süßstoff ist in vielen anderen Sachen auch drin, also das macht jetzt nicht aus, das kann, macht aber auch nur Sinn in Kombination mit Kraftsport. Lisa, my car is bleeding because of you. You very, understand? Very expensive water park. Russian girl not good for money. It's very cool place. Yeah, I hope. Austria or Australia? Australia. Australia. Okay, come on. Have fun, enjoy your day. Very expensive fun, yes. But it's the best, best water park here. Yes. Yes. Woo! Woo! Hello to everyone. He's an international superstar. Manuel Haas. Manuel Haas. Yeah, very, very big star. Yeah, this is YouTube. Okay. Also ich weiß ja nicht, ich war echt lange nicht mehr in so einem Wasserpark, Freunde. Mal schauen, was das hier wird. I'm really hyped to go into the water, where all the 10-year-old piss in. What he do this? No! I don't do this, no. George loves Thai, yes. He has Thai girlfriend. No. Of no, course. No, it's not true, it's not true. I only have heart for your sister, you know? Das ist, weil die sich wissen, sie hat auch eine Zwillingsschwester und sie versuchen George, also den Kameramann von Manu, mit ihr zu verkuppeln. My sister see our video in YouTube. Ja, er hat gesagt, er ist Australier anstatt Österreicher. What's the name again? Stan. Stan. Privet. Stan. Ich komme irgendwie nach wie vor nicht auf mein Leben klar. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Wasserrutsche-Fan. Ich mach das nicht. I don't do this, no. Es könnte sein, dass wir das jetzt nach vorne skippen müssen, sonst wird mein Video demonetarisiert wieder. Sag ich, wie es ist. Ja, okay, Digga, gut. Wir müssen es nach vorne skippen. Manuel. Süß.
ist jetzt das Outro vom Video. Ja, geil, süßer, süßer Vlog auf jeden Fall. Bin wirklich gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Also einfach eine geile, geile Geschichte. Ganz großen Respekt an George, das beste dritte Rad ever. Ja, George, der Typ, der es einfach aus der Ferne filmt, alles aufnimmt, also dem haben wir auch eine Menge zu verdanken. Aber geil, Mann, es freut mich, Alter, dass das, dass die beiden sich so gut verstehen, dass die Videos so gut ankommen, dass es unterhaltsam ist. Also sie hat auf jeden Fall echt Unterhaltungswert und man selber, ich als Zuschauer bin gespannt, wie es in Zukunft mit den beiden weitergeht und was uns da noch erwartet. Mal gucken.